aus der Stephanskirche in Flotow. Wir möchten euch grüßen mit einem Adventslied von Elisabeth Kruziger. Das ist fast 500 Jahre alt. 1524 wurde das ins zweite evangelische Gesangbuch aufgenommen. Heute wird das nur noch ganz selten gesungen. Aber es steht immer noch in unserem aktuellen evangelischen Gesangbuch. Und es ist immer noch eins der ganz wenigen christlichen Lieder aus dem Gesangbuch, das von einer Frau gedichtet worden ist. Herr Christ, der einig Gottes Sohn, Vaters in Ewigkeit, aus seinem Herzen entsprossen, gleich wie geschrieben steht. Er ist der Morgensterne, sein Glänzen streckt er ferne vor andern Sternen klar. Für uns ein Mensch geboren im letzten Teil der Zeit, dass wir nicht wären verloren vor Gott in Ewigkeit. Den Tod für uns zerbrochen, den Himmel aufgeschlossen, das Leben wiederbracht. Trotz dieses nicht gerade einfach zu verstehenden mittelalterlichen Textes hat das doch eine erstaunliche Frische, finden wir. Es erzählt von Freiheit, Neuanfang und wiedergebrachtem Leben. Da klingt möglicherweise etwas davon an, was Elisabeth Kruziger selbst erlebt und erfahren hat. Elisabeth war eine von diesen Nonnen, die als junge Adlige in ein Kloster eingetreten war, in Pommern, und von da ausgerissen ist. Sie hatte im Kloster Kontakt zu Schriften der Reformation und ist dann nach Wittenberg gegangen, um deren Ziele zu unterstützen. Sie hat sich dort angefreundet mit Katharina von Bora und Martin Luther und den Professor Kaspar Kruziger geheiratet. Sie soll auch noch andere christliche Lieder gedichtet haben, aber von denen ist leider nichts mehr erhalten. Wohl weil Christus als Morgenstern bezeichnet wird in diesem Lied, als Morgenstern, der aufscheint, wenn ein neuer Tag anbricht, findet man das Lied bei uns unter den Epiphanias-Liedern. Früher aber wurde es zu den Adventsliedern gezählt. Es beginnt mit einem Christuslob, in dem der Bogen von der Geburt des Messias bis zum Ostermorgen und bis zum jüngsten Tag geschlagen wird. Mit der Adventshoffnung aber beginnt nicht nur ein neues Kirchenjahr, sondern auch die Möglichkeit und die Ermutigung für uns, das eigene Leben neu auszurichten. Von dieser Neuschöpfung sprechen die folgenden Strophen. Sie beginnt mit der Taufe, in der das in uns stirbt, was uns unfrei macht. Aber dann, darum bittet Elisabeth, dann kann die Gotteserkenntnis wachsen und wir können neue Wege beschreiten. Man hört die Freude darüber in der Vertonung des Gedichts. Während die ursprüngliche Melodie durch Synkopen so etwas Leichtes und Tänzerisches hatte, kommt sie im Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach ganz ruhig daher, unaufgeregt und sehr konzentriert. Dafür veranstalten die fugierten Unterstimmen dann unten drunter einen fröhlichen Tumult. Vielleicht tut uns dieses Lied in dieser Adventszeit besonders gut, dieses Lied von Elisabeth Kruziger. In einem Jahr, in dem viele von uns doch ein bisschen müde geworden sind und wir uns irgendwie ausgebremst fühlen, vielleicht kann es unserer Vorfreude auf die Sprünge helfen. Das wünschen wir Ihnen und bleiben Sie behütet. Und jetzt hören wir Liga Auguste auf der Orgel.